Das Instrument schon gefunden, normalerweise dauert das immer eine Viertelstunde. Packen wir's, die Fuchs kam, Polka. Die Fuchs kam. Woher aus Deutschland? Aus Düsseldorf. Gibt's auch ein Lied davon, gell? Trifft aber nicht für dich zu. So, du bekommst jetzt die große Trommel umgehängt. Dann brauchst du natürlich noch die Hausordnung. Das ist ein Knüppel bei uns. Da musst du volle Kanne hineinhauen, okay? Auch bei Düsseldorf, okay? Trifft auch für dich das nächste Lied nicht zu. Und Marion, du bekommst von uns heute die Cionellen. Das Wichtigste beim Cionellen-Spiel ist der richtige Griff. Vier Finger durch die Schlaufe, der Daumen bleibt draußen. Okay? Patricia, wo kommst du her? Aus Worms. Hallo Patricia, grüß dich. Eine Frage an dich, hast du schon mal? Auch noch nicht. Lügst du auch nicht? Okay. So, du bekommst jetzt das Bariton in die Hände. Wie gesagt, Grundsatz Nummer 1, blasen und nicht ziehen. Grundsatz Nummer 2, nicht lachen beim Musizieren. Okay? Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Tiroler Holzhackmarsch, volle Blasmusikbesetzung, alles kräftig mitklatschen. Satz kriegt, 1, 2, 3 und... Jawohl, es funktioniert! Solo wird rein, okay? Du musst jetzt die erste Taste greifen, die erste, ja? Dann auf mein Kommando drei lange Töne, okay? Auf mein Kommando dann drei lange Töne. Die Luft holen, ja? Und abgepasst, du gehst. Applaus für die Patricia! Wo ist der Fanclub von Patricia? Aber für alle! What?
Geht schon, spiel. Was? Sie holen aber. Entschuldigung. Es war doch noch nicht alles. Bezahlt hier, das gibt's doch nicht. Das kann nicht mehr viel werden. Das bin ich neugierig. Bin ich sehr neugierig. Was? Hey! Du Detto! Hey! Unser Johann! Und seine bitte, der Klangette! Manfred Hofner! Ausgezeichneten Erfolg bestanden. Und jetzt spielt er ein Stück, das hat er selbst komponiert, seine berühmte Blitzpolka auf seinem Akkordeon. Unser Wolfgang Schwarzmacher. Gute Unterhaltung. Thank you.
Hat er gesagt, jetzt fährst du auf die Erde runter und löffelst den Bodensee mit einem Kaffeelöffel aus. Nach 40 Millionen Jahren ist er wieder in den Himmel raufgekommen, hat er gesagt, Herrgott, das war keine Ewigkeit. Dann der gesagt, ja, dann gehst du auf die Erde runter und kriegst den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs, mit den bloßen Händen nieder. Nach 50 Millionen Jahren ist er wieder in den Himmel raufgekommen und hat gesagt, Petrus, das war keine Ewigkeit. Hat er gesagt, Petrus, und der Petrus sagt, jetzt habe ich was für dich. Siehst du das schöne Land Südtirol? Ja. Siehst du auch den schönen Ort Schöner? Ja. Siehst du auch das Gasthaus Bichler? Ja. Siehst du auch die drei Verschärften, die hier auf der Bühne stehen? Ja. Siehst du auch das Publikum? Ja. Ist einer von denen, die drei Verschärften der Runde bezahlt, das dauert eine Ewigkeit. Was ist los? Hat euch das nicht gefallen? Mir auch nicht. Liebe Freunde, einzigartig, nur von unserem Rufner Manfred gespielt. Es gibt nur zwei Leute auf der ganzen Welt, die das kennen. Einer davon ist der Manfred. Jetzt spielt er die gleiche Melodie noch einmal mit zwei Trompeten gleichzeitig. Und das Ganze auch noch zweistimmig. Huga, Huga, Chaka, Huga, Huga, Chaka, Huga.
war gar nicht so schlecht. Hey, bist du wahnsinnig? Jetzt haben wir gerade das Kriegsbeil ausgegraben, kommt der schon mit der Friedenspfeife daher. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir alle Damen, alle Indianerfrauen, alle Squaffs. Habt ihr's? Auf mein Kommando! 1, 2, 3, 4! Das funktioniert. So, liebe Squaffs und liebe Krieger, jetzt machen wir den Kampfschrei, jeder seinen eigenen, gemeinsam, und dann geht's schon los mit unserer Country-Show. Einzigartig nur von den drei Verschärften. Auf geht's! 1, 2, 3, 4! Ein junger Indianer mit blutem Hals und der dritte weiße Farbe wäre seine Indianerfarbe. Die laute Welt lockt mich wenig, denn alles Glück. Diese Erde ist meine Ranch, und sei endlich fast ein jeder. Auf meiner Ranch, denn alles glücklich. Diese Erde ist meine Ranch, und ich werde. Yeah.
Danke, ihr wart ein super Publikum.